Aber der sich das Knie anschlägt, der braucht nicht kiffen. Servus und hallo bei Nord, another dope show. Heute komme ich ja mal auf ein älteres Thema, also eine ältere Frage vom Scheideldratzer zu sprechen. Und zwar meinte er als Kommentar unter einem Video über Cannabis und Schmerzen, Cannabis auf Schmerzen konnte ich mir irgendwie nicht vorstellen, eine Ibuprofen wäre da ausreichend für ihn. Scheideldratzer, pass auf, das ist so. Wenn ich jetzt beim, sagen wir mal, mich irgendwo anhau oder mit dem Hammer draufhau und Schmerzen habe deswegen oder mit dem Kopf irgendwo dranhau, dann mag ein Ibuprofen schon ausreichen. Oder wenn man so die Alltagskopfschmerzen, da wahrscheinlich auch. Vielleicht sogar bei Zahnschmerzen. Aber ganz sicher nicht bei Nervenschmerzen, die man hat, wenn man Fibromyalgie hat. Oder weil man sich vielleicht den Nerv eingeklemmt hat. Oder jemand, dem es Bandscheibe raushaut. Aber der sich das Knie anschlägt, der braucht nicht kiffen. Dem hilft es nicht. Überhaupt nicht. Bei der Bandscheibe weiß ich es nicht genau. Wahrscheinlich schon, weil die Person, die es wegen der Bandscheibe verschrieben kriegt, liegt halt dann auf dem Sofa, weil noch nie gekifft, weil dann bei der Zeit einen schon rein. Den muss man ja nicht gleich die Stärkste verschreiben. Es reicht ja ein bisschen, was ausgewogen ist. Trotzdem drückt es die Person rein ins Sofa. Und dann liegt er da und die Bandscheibe kann sich beruhigen. Wunderbar, oder? Muss man nicht operieren gleich, bei dem. Manche andere vielleicht schon. Ich bin ja kein Arzt. Gell? Der Arzt muss es ja entscheiden. Aber ich schwöre dir, auch manche psychische Erkrankungen, zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, bei Depressionen, dass es da hilfreich ist. Ja? Vielleicht zusätzlich zu manchen Medikamente, die man aber dann nicht so hoch ansetzen muss und dann nicht so hohe Nebenwirkungen haben. Wenn du schon mal Antidepressiva verschrieben bekommen hast und da einen Beipackzettel reingeschaut hast, google mal nach Depression, Mittel und Beipackzettel und dann liest du mal. Fast alle haben es drinstehen, dass es sein kann, dass man anstelle einer stimmungsaufhellenden Wirkung auf die Idee kommt, sich umzubringen. Das ist ein weißt du, erstmal ist es sowieso scheiße schwer. Nicht nur in der heutigen Zeit wegen Corona, aber es war schon immer verdammt nochmal schwer, einen Psychotherapeuten zu finden, der von der Kasse übernommen wird oder von der Rentenversicherung übernommen wird. Du musst Anträge stellen. Und wenn du dann endlich ein Ja bekommen hast, dann darfst du erstmal einen Therapeuten suchen. Oder andersrum, du suchst Therapeuten und dann such erst einmal einen, der Kasse zugelassen ist. Und wenn du den hast, mein Lieber, dann schaust, dann musst du mal gucken. Du musst da erst einmal schauen, wem vertraue ich. Das ist ja nicht so, dass er jeder gleich ist. So wie nicht jeder Zahnarzt gleich ist, nicht jeder Hausarzt gleich ist. Das sind alles Menschen, die einen bestimmten Beruf machen, die wir in Bayern zumindest suggeriert bekommen haben von klein auf, dass es immer dasselbe ist. Das ist es nicht. Das weißt du, Scheideldratzer. Bis heute nur. Du weißt es, dass es überall Unterschiede gibt. Beim Substitutionsarzt kannst du einen finden, der nur noch Schema F macht, oder du findest einen, den legst du das Geld hin und der gibt dir alles. Es gibt alles, dazwischen alle Graustufen natürlich. Alles, die ganze Palette, weil es alles Menschen sind. Der Preis ist es doch nur, der ist bestimmt. Also, zurück zu meiner Erkrankung. Ich habe Fibromyalgie, wo man nicht genau weiß, woher das kommt. Das erste Mal habe ich es gemerkt, da war ich gerade in der JVA Bernau, das war 1998, 99 so in dem Dreh rum. Das muss 98 gewesen sein, weil ich gerade eingesperrt worden bin. Ich habe unglaubliche Schmerzen in meine Glieder gehabt, immer in den Arm ausstrecken wollte, dachte ich, da ist was drin. Da war aber gar nichts. Nichts zwischen in die Gelenke. Das ist, also ich habe es ja später dann nach dem Knast halt erst, weil die machen ja nichts, habe ich es mal ertrinken lassen. Da war nichts. Aber die Schmerzen waren immer noch da.
Bloß nicht mehr so stark wie da. Also das hat sich verändert und ich habe es überall am Körper ab und zu, in der Stärke, wie es sich anfühlt, wenn man auf Entzug ist, an denselben Stellen. Aber es ist kein Entzug, weil ich nicht diesen Geruch habe und nicht diesen Geschmack habe und nicht das im Kopf habe und überhaupt gar keinen Bock habe, irgendwie irgendwas zu nehmen. Das wäre beim Entzug aber so. Ja? Ich nehme das Zilidin seit 1900, na, seit 2000. 1900, Ding war ja im Knast. 2002 oder 3 muss das gewesen sein. Da habe ich es nur mal ausgehalten, habe das erste Mal das Zilidin verschreiben lassen. Und seitdem nehme ich das. Allerdings nicht in dieser Hardcore-Dosierung wie am Anfang, weil ich ja gar keine Ahnung gehabt habe. Der Arzt hat es mir verschrieben und ich habe es nach Packungsbeilage genommen und das waren Tropfen und die haben mir gleich so die Hutschnur weggeblasen. Ich war gleich wie auf einem Druck, weil ich war ja clean. Ich war nicht drauf, gar nichts. Und dann hat sich das angefühlt, als wäre ich ja. Klar habe ich das im Hinterkopf dann gehabt. Oh mein Gott, hey, was machst du denn jetzt? Das ist gefährlich. Aber es war mir egal. Die Schmerzen waren weg und es war legal. Und in Berlin hat sich noch nie ein Polizist interessiert für einen, nur weil er Dreadlocks hat oder einen Ledermantel. Das ist in Bayern so. Da wirst du aufgehalten, nur weil du so ausschaust. Das passiert in Berlin aber nicht. Also normales Leben. Und ich krieg das Zilidin verschrieben. Ich konnte über die Szene gehen und die Berliner Szene, mein Freund, ist anders als wie die in München. Und das habe ich überhaupt nicht interessiert. Mich hat es nur abgestoßen, weil ich halt natürlich nur die ganzen armen Schweine gesehen habe, die es gerade richtig dreckig gegangen ist. Das ist mir natürlich auch aufgefallen. Und ich weiß ja, wie es denen geht, her, und das hat mich abgeschreckt. Ne? Wahrscheinlich wäre es anders gewesen, wenn ich da mit Schmerzen durchgegangen wäre und ich hätte die Leute gesehen, dann wäre mir das wurscht gewesen und ich hätte mir da wahrscheinlich einen Bommel geholt. Damit ich keine Schmerzen mehr habe. Ne? Aber sowas kannst du einem Arzt doch gar nicht erzählen. Also erzähle ich dem Arzt es nicht. Am Arzt erzähle ich nur, dass ich Schmerzen habe und dass mir dieses Medikament hilft. Fertig. Wenn er mir das verschreibt, passt schon. Aber das reicht dann auch. Ich muss nicht losziehen, mir mehrere Ärzte suchen, die es mir verschreiben. Weil früher oder später würde das auffallen. Aber das ist gar nicht der Grund. Aber es würde auffallen. Verstehst? Es gibt ganz andere. Die haben dieses Zilidin-Geschäft in Berlin in der Hand gehabt. Ne? Die haben es halt literweise gekauft und nicht so Kleinkram, wie es die, was wir früher gemacht haben, so Kleinkram und dann verkauft und man Schore holen können. Ne? Das Cannabis, den ich sich dafür brauche, um meine Schmerzen wegzukriegen, sind ja auch unterschiedliche Sorten. Es hilft mir auch nicht jede. Und es muss gar nicht immer so extrem stark sein. Ich schaue zwar jedes Mal so aus, als hätte ich mal so ultrastarke Sorten reingezogen, weil die Augen rot werden und so ausschauen, aber im Kopf bin ich halt schon noch klar, weil das gar nicht so ultrastarke Sorten sind. Abends zum Schlafen oder manchmal, wenn das Wetter umschwingt und ich volles Pech habe mit dem Wetter, dass ich echt krasse Schmerzen habe, dann bräuchte ich schon eine, die stärker ist und dann drückt es mir auch ein bisschen was im Kopf, weil ich es halt nicht immer habe. Würde ich es dauernd nehmen, dann wäre das auch weg, weil das eine Gewohnheitssache ist. Es ist nicht so wie früher mit dem marokkanischen Hasch, wenn man das hast immer rauchen können, egal, immer, hat immer turnt, jeden Tag und jeden Tag hat es turnt. Nein, ich meine das andere, den Libanesen oder den Afghanen, den Schwarzen. Ne? Du kannst nur 3 Tage rauchen und dann nicht mehr. Weil es nicht mehr turnt, dann musst du eine andere Sorte rauchen. Genauso ist es bei diesen Blüten. Na, du müsstest halt die Sorten immer wieder wechseln, damit du halt jedes Mal einen Knaller hast. Und wenn ich jetzt eine stärkere Sorte rauche oder konsumiere, weil das Wetter scheiße ist, ist logisch, dass es mich dann ein bisschen ballert und das andere eigentlich gar nicht mehr, weil das halt immer, immer, jeden Tag in der Früh, nach dem Kaffee, mit der Tablette, damit es halt dann die Muskeln entspannt. Und dann sind sie entspannt, aber ich bin im Kopf noch weiter klar, ich kann ganz normal dann sein. Nimmst du mir das weg, bin ich nicht mehr ganz normal. Dann muss ich nämlich die Tabletten erhöhen und dann geht es mir halt dementsprechend. Das ist so eine Gratwanderung. Früher hätte ich natürlich versucht, immer nur das Allerstärkste, immer nur das Höchste und immer nur zu hören. Da hat mich das nicht interessiert, dass ich danach keine Schmerzen habe oder dass ich da irgendwie ein normales Leben führen kann. Da habe ich kein normales Leben geführt. Ja. Schuld war natürlich das Verbot, ganz klar. Wäre nichts verboten gewesen, hätte er weiter ein normales Leben führen können.
Aber durch das Verbot lernst du natürlich Leute kennen, die schon einen Schritt weiter sind als du. Und dann normalisiert sich das in deinem Umfeld und da denkt doch keiner mehr drüber nach, ist das illegal oder ist das legal, was ich da mache. Nur, das merkst du immer wieder dann, wenn du mit Leuten konfrontiert bist, die gar nichts damit zu tun haben. Du musst plötzlich anders reden, du musst anders funktionieren und deswegen hältst dich halt gar nicht mehr mit solchen Leuten auf. Das wäre aber nicht so, wenn es legal wäre. Noch einmal. So. Und ich glaube, dass man in einem Land, wo man Einigkeit und Recht und Freiheit sagt, ja, das in der Nationalhymne gesungen wird, ich schon das Recht haben kann, so frei zu sein und statt Bier Cannabis zu wählen oder andere Substanz. Für mich wäre es halt jetzt der Cannabis, gell? Vielleicht da mal kurz Koks, wenn es legal wäre. Illegal auf gar keinen Fall. Wenn er möchte, der geprüfte Qualität haben, wo ich ganz genau weiß, was ich habe. Ja. Aber das ist dann für mich etwas, wo man sagt, hey, ich habe das Glück, in einem Land zu leben, wo ich so frei bin, selbst auswählen zu dürfen. Wieso? Wieso macht man das bei Drogen so? Hä? Wieso muss man da mit dem Strafrechtsapparat ankommen? Wieso muss da ein Richter entscheiden, wie viel Strafe das man kriegt, weil man sich bevorratet hat oder so? Also, das ist etwas, das geht nicht in meinen Kopf, nein. Und es geht vielen so, niemand versteht das. Auch die Leute, die nicht konsumieren, die ist nur egal. Die interessieren sich nicht dafür, weil sie sind ja nicht betroffen. Die meisten wachen jetzt politisch auf wegen den Corona-Einschnitten, wegen Covid-19, weil sie halt jetzt plötzlich einmal merken, wie das ist, wenn man ohne Grund durchsucht wird oder von der Polizei drangsaliert, wie das ist. Ne? Grundlos. Weil sie sich mit den Nachbarn treffen und ein Bier trinken und der andere Nachbar nicht eingeladen ist und der ruft Polizei, weil ja noch irgendeiner dabei ist, weil es drei Haushalte sind, wo es nur zwei sein dürfen, dann kommt Polizei und dann sind es hier sechs, acht Haushalte, weil jeder Polizist der eigene Haushalt ist, aber das ist dann wurscht. Irgendwie verlieren wir alle ja da irgendwo gerade das Maß. Diese Maßnahmen sind dafür nicht geeignet. Ganz einfach. Wo leben wir denn? Hey, bei Clockwork Orange oder was? In so einer Welt? Na, 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 leben wir nicht. Die Nachbarn sind für mich keine Gefahr, wenn die sich treffen. Ja, ich vertraue denen schon, dass sie wissen, dass es gefährlich ist und dass. Da muss man halt drüber nachdenken. Ist mein Nachbar vielleicht jemand, der das so leichtfertig und so, oder ob die das schon vorher überlegt haben? Und vielleicht einen Selbsttest gemacht haben, etc. Man muss nicht gleich. Aber das ist halt, ne, meine Mentalität, das habe ich schon mal in einem Video, glaube ich, erzählt. Das ist halt ein Neid. Das habe ich selber gespürt im Supermarkt, wo irgendwas hat er gemacht gegen die Regeln. Ich glaube, keinen Wagen gehabt. Und sein Mundschutz, Nase raus. Und das habe ich gleich richtig geärgert. Ich habe richtig gemerkt, wie mich das aufregt und ärgert. Aber hat mir der eigentlich was getan? Ich habe FFP2-Maske aufgehabt. Der hat mir nichts getan, gar nichts. Weiß ich, warum der seine Nasen raushängen lässt? Das interessiert mich überhaupt gar nicht. Wenn der Mann nicht krank ist, provoziert er zwar, aber ist keine Gefahr. Ja? Aber das Gefühl, was ich gehabt habe, mir geht es nicht um den Typen. Der war nicht krank, gar nichts. Nein, der war nichts. Mir geht es nur um mich und um was ich für ein Gefühl gehabt habe dabei und was ich am liebsten für Sprüche ablassen hätte, was in meinem Kopf abgegangen ist. Da denke ich mal, hey, was ist denn mit mir los? Das war doch letzte Woche noch gar kein Thema, da wo wir alle noch ohne Mundschutz rumgelaufen sind oder wo wir noch einen Stoffmundschutz hatten. Da war sowas gar kein Thema. Und plötzlich regt mich sowas auf, obwohl der nicht rotzt oder hustet. Das wäre was anderes gewesen, dann wäre es vielleicht gerechtfertigt. Aber so habe ich mich ja selber ertappt, wie ich da auf dieses Nudging der Regierung schon reingefallen bin. Also, was interessiert mich das, wenn er sich nicht richtig schützt? Diese Maske soll mich schützen, FFP2-Maske. Wenn er seine nicht richtig trägt, ist er doch selber schuld. Was interessiert mich das? Wenn, selbst
übertragen auf Drogen, wenn der da jetzt ein Bier trinkt, weil die Regierung sagt, Bier trinken ist in Ordnung und ich rauche ein Joint und die Regierung sagt, das ist aber nicht in Ordnung, weil ich das sage und der sieht mich. Was glaubst denn du, was der fühlt? Was für Gefühl werden die Leute haben, die Drogenkonsumenten sehen und selber sich an die Regeln halten? Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, oder? Peace out.